So, mein Name ist Andreas Lemmle. Ich lebe mit meiner Frau und unseren drei Kindern in Altensteig im Schwarzwald, bin von Beruf Notar und seit wenigen Minuten im Ehrenamt Vorsitzender des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Eine ganz aktuelle Herausforderung ist, dass viele Jugendliche in der Schule veränderte Rahmenbedingungen erleben und sich darauf Jugendarbeit einstellen muss. Ich sehe viele Chancen in diesen Veränderungsprozessen und wünsche mir für uns als Evangelisches Jugendwerk, dass wir diese Veränderungsmöglichkeiten, diese Chancen aktiv gestalten und inhaltlich füllen. Eine zweite große Herausforderung sehe ich, dass wir sehr viele junge, begabte Menschen haben und es darum geht, diese Begabungen zu fördern und sie mit Werten zu versehen, dass sie ihre Gaben einbringen können in der Gemeinde, aber auch in der öffentlichen Gesellschaft, in der Verantwortung in unserem Land, dass sie ihre Gaben für das Reich Gottes fruchtbar machen können und dort befähigt werden. Und als drittes sehe ich in meinem neuen Amt auch die Aufgabe, die Herausforderung, geistliche Leitung wahrzunehmen. In unserem Vorstand soll es wirklich darum gehen, dass wir als von Gott berufene Männer und Frauen das Jugendwerk leiten, dass wir die Herausforderungen suchen. Und ich denke, dass es manchmal beim Beraten hilft, wenn wir vorher beten, wenn wir Bibel lesen, dann wird das Besprechen oft kürzer und einfacher. Evangelische Jugendarbeit richtet sich nie nur an evangelische Jugendliche, sondern eine dem Evangelium verpflichtete Jugendarbeit richtet sich an alle jungen Menschen in unserem Land. Ich freue mich auf Möglichkeiten, die es gibt, andere Jugendliche aus anderen Milieus zu erreichen. Gott liebt alle jungen Menschen in unserem Land und wir sollten alle Wege suchen und gehen, um diese jungen Menschen in ihren Milieus zu erreichen und mit Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, bekannt zu machen. Ja, CVJM und EJW gehören zusammen. Dieses Zusammengehören habe ich auch in meinen letzten über 6 Jahren Vorstandstätigkeit im EJW gelebt. Die Tatsache, dass ein stellvertretender Vorsitzender des CVJM-Landesverbands berufen wird für die Aufgabe des Vorsitzenden im EJW, zeigt, dass es so ist. Ich denke, dass unsere Aufgaben weit angelegt sein müssen, dass sich EJW und CVJM genial ergänzen, weil wir einen gemeinsamen Auftrag haben, den wir auf ganz unterschiedliche Weise zum Wohl der jungen Menschen und zum Bau des Reiches Gottes leben.